Spektakuläre Juwelenraub im KDW vor 2,5 Wochen. Die in Niedersachsen festgenommenen Verdächtigen schweigen noch immer, hieß es am Abend in der Justiz. Und wieder ist das organisiert kriminelle Treiben kurdisch-arabischer Clans in den Schlagzeilen. Denn die Verdächtigen sind Verwandte einer hier in Neukölln ansässigen Großfamilie, die die Polizei seit Jahren beschäftigt. Zwei Cousins der mutmaßlichen Räuber starben kurz vor Weihnachten in Blankenfelde, auf der Flucht vor der Polizei nach einem Überfall auf eine Drogerie. Einer der toten Räuber verdächtig, Wochen zuvor mit diesem BMW am Potsdamer Platz einen Touristen überfahren und getötet zu haben und dann geflüchtet zu sein. Ein weiterer Cousin soll seine Schwester getötet haben, um die Ehre der Familie herzustellen, heißt es in Justizkreisen. Einzig weil die Schwester Opfer eines Vergewaltigers wurde. Ein weiterer Cousin sitzt wegen Gewaltdelikten in der Psychiatrie, sein 15-jähriger Bruder zurzeit in Untersuchungshaft wegen mehrerer Überfälle auf Sexshops. Nicht die einzige derart auffällige Familie mit arabischem Hintergrund. Wir wissen natürlich, dass wir, wenn wir Auffälligkeiten haben im Sozialraum, also im Bezirksgebiet, dass dann es meist junge Menschen sind, im weitesten Sinne aus dem arabischen Umfeld. Der Chef einer anderen kurdisch-arabischen Familie, er nennt sich Präsident. Hier hält er Hof im Rotlichtmilieu. Angeblich hören in Berlin Hunderte auf das Wort des selbsternannten Unterweltkönigs. Vor 4 Jahren wird er wegen Drogenhandels von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen und vorerst aus dem Verkehr gezogen. Dennoch Vorbild für arabische Jugendliche? Fast die Hälfte der in Neukölln registrierten jugendlichen Intensivtäter hat einen arabischen Hintergrund bei nur 3% Bevölkerungsanteil. Die Macht der Großfamilien ist zu spüren im Kiez. Natürlich stellen diese Familien an sich auch ein Machtpotenzial dar. Und natürlich sind da die Möglichkeiten einer zivilen Bezirksbehörde begrenzt, weil wir dort schon an eine klare Mauer stoßen, wie man sich abgrenzt als Parallelgesellschaft mit Drohgebärden auch zu Kund und Wissen gibt, dass man bestimmte Dinge einfach nicht akzeptiert, weil eigene Regeln gelten. Großfamilien, zumeist aus Sozialkassen finanziert, doch Behördenmitarbeiter trauen sich eher selten hierher. Wir schicken natürlich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in Situationen, wo wir nicht hundertprozentig sicher sein können, dass ihre körperliche Unversehrtheit auch garantiert ist. Großfamilien, die sich bisweilen auch untereinander bekriegen. Die Abschiebung krimineller Mitglieder oft unmöglich, weil die Heimatländer nicht mitspielen. Der Innensenator ist bei mir, Erhard Körting. Da hören wir gerade, dass der Bezirksbürgermeister sagt, er schickt da nicht mehr jeden hin und es ist möglicherweise gefährlich. Wir haben Parallelgesellschaften, wir haben Familien voller Intensivtäter, die sich gegenseitig decken. Hat der Staat da schon kapituliert? Nein, der Staat hat nicht kapituliert und wir schicken nach wie vor in jeder Situation auch Polizei hin. Und ein Teil der benannten Täter, haben Sie ja im Film gesehen, sitzt hinter Gittern. Und gerade bei den jugendlichen Intensivtätern ist es uns gelungen, durch das neue Konzept einen erheblichen Teil aus dem Verkehr zu ziehen. Also ich glaube nicht, dass der Staat da aufgeben muss. Wir müssen diejenigen, die kriminell sind, von ihrer Vorbildfunktion für andere wegnehmen, indem wir sie auch in die Justizvollzugsanstalt stecken. Aber welche stärkere Vorbildfunktion gibt es denn als innerhalb der Familie? Ich meine, das ist natürlich sehr, sehr schwer. Da kommen sie über die Schulen nicht ran, da kommen sie womöglich auch mit Sozialprojekten nicht unbedingt ran. Das ist absolut, absolut richtig. Wir dürfen aber auch nicht alle über einen Kamm scheren. Das sind Großfamilien von 700, 800 Leuten teilweise. Man darf auch nicht jetzt den falschen Eindruck erwecken, das sind 700 oder 800 Kriminelle. Ich glaube, damit wird man einem Großteil dieser Familien denn auch wieder nicht gerecht. Aber sie haben einen überproportionalen Anteil von Leuten, die straffällig geworden sind oder straffällig werden. Und die muss man mit den Mitteln des Rechtsstaats aus dem Verkehr ziehen. Das tun wir. Welche Mittel hat denn der Rechtsstaat, wenn sich zum Beispiel eine Familie ständig gegenseitig deckt? Das gilt natürlich die Unschuldsvermutung, ganz klar. In dem Fall dieses BMW-Fahrers war es ja so, dass er eigentlich nie hätte belangt werden können. Auch das ist richtig, aber auch dort gilt für derartige Menschen das gleiche Recht wie für alle anderen Menschen. Das heißt, wenn ich zwei Zeugen habe, die ich nicht widerlegen kann, die ein Alibi geben, dann wird es ganz, ganz schwierig. Trotzdem, wenn ich mir die Erfolgsstatistik der letzten Jahre ansehe, dann ist es uns gelungen, Leute wie zum Beispiel den Präsidenten inzwischen das zweite Mal in eine langjährige
Haftstrafe zu bekommen und auch andere Leute in eine langjährige Haftstrafe zu bekommen. Ich glaube, das zeigt Wirkung. Es ist ein ganz dickes Brett. Kleine Schritte, genau. Sie bohren ein sehr, sehr dickes Brett. Gleichzeitig ist das Ganze natürlich auch Gift für die Demokratie, Gift für die Integration, weil es natürlich den Leuten, die sich hinstellen und sagen, guck mal, es sind immer wieder die Araber, Vortrieb leistet. Müssten Sie nicht versuchen, schneller zu sein als die Rechten, die Ihnen dann von der Seite das Wasser abgraben? Es ist natürlich Gift, weil erkennbar ist, dass es dort ein besonderes Problem gibt und weil die rechtsstaatlichen Mittel eben nicht so sind, dass wir jetzt sagen können, wir setzen 700 Leute fest. Nein, jeder Einzelne muss mit einer einzelnen Tat überführt werden. Das ist mühselig, aber die Polizei macht nach meiner Einschätzung eine gute Arbeit. Insbesondere in den letzten Jahren ist es uns gelungen, viele Leute dingfest zu machen und auch hinter Gitter zu bringen. Es ist uns übrigens auch gelungen, einen Teil dieser Leute außer Landes zu bringen. Wir haben über 40 Leute abgeschoben, weitere 50 sind freiwillig ausgereist. Aber auch das ist im Film angeklungen. Die Heimatländer spielen nicht mit, weder der Libanon noch die Türkei. Ich bin mir ganz sicher, wir werden über das Thema an der Stelle ganz sicher auch nochmal reden. Aber bisher vielen Dank und hoffen wir, dass es das nächste Mal dann schon wieder noch besser klingt. Vielen Dank, Herr Körting. Danke Ihnen.